Hallo Freunde, heute würde ich ganz gerne mit euch einmal zusammen die Lightson Taschenlampe von Aldi testen. Und zwar nicht auf die Reichweite, die hier versprochen ist. Also ich habe das Ganze schon mal ausgepackt. Also die 300 Meter Reichweite, die wollte ich nicht testen. Die Helligkeit 150% wollte ich auch nicht testen. Auch nicht die SOS-Funktion, sondern auch nicht die 1200 Lumen. Sondern, was wollte ich testen? IP65, und zwar die Schutzart. IP65 besagt, dass die Taschenlampe absolut spritzwassergeschützt ist. Okay, hört sich gut an. Wo kann man das Ganze testen? Naja, bei der Frau in der Spülmaschine. Und das machen wir gleich. Ja, um das Ganze filmen zu können, benutzen wir die GoPro. Die GoPro ist ja bekanntlich ein paar Meter wasserdicht, soweit ich weiß. Meter zwei, weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber auf jeden Fall wasserdicht. Das habe ich schon mal getestet. Und gleich tun wir das Ganze in die Spülmaschine, um zu sehen, ja, wie gut das Team zusammen funktioniert. Ne? So, machen wir das Ganze einmal hier auf. Und zwar einmal die Taschenlampe. Also das Licht geht schon mal. Ne? So, und einmal die GoPro. Ja, ich weiß es nicht, aber vielleicht machen wir das genau andersrum. So, dass die Taschenlampe und die GoPro zusammen quasi auf das Geschirr zeigen. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Ich hätte jetzt mehr Geschirr reingetan, aber ich möchte so ein bisschen auch, also dass das Ganze auch sichtbar ist. Deswegen habe ich ein bisschen Freiraum unten gelassen. Also wie man deutlich sehen kann, unten ist alles voll, nur oben ist Freiraum. So, und ich würde sagen, los geht's. Wir machen einmal die GoPro an. So. Es geht los und los geht's. So. Jetzt möchte ich das Ganze, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu heiß. Schatz, stell mal auf eine Stufe ein, dass die GoPro nicht gekocht wird. So. Und jetzt hier auf Play, würde ich mal sagen. Ne? Ja, und gleich sehen wir auf den Aufnahmen von der GoPro, wie sich das Ganze in der Spülmaschine verhält. So, Freunde, jetzt kommt der spannende Moment. Da-da-da-da! Hat das die GoPro und die Taschenlampe überlebt? Wir werden es gleich sehen. Ja, Licht ist schon mal an, würde ich sagen. Und ich sehe, die GoPro blinkt auch. Die Taschenlampe leuchtet. Also ich würde sagen, die Aldi-Taschenlampe hat definitiv, ja, den Test bestanden. Das bin ich jetzt, der es anmacht und ausmacht. SOS, ja. Okay, also Test auf jeden Fall bestanden. Viertelstunde, 10 Minuten bis Viertelstunde in der Spülmaschine. Ja, und die GoPro, schauen wir jetzt auch einmal. Ja, definitiv auch den Test bestanden. Die funktioniert. Ja, von meiner Seite war es das. Schaut euch noch an, wie das in der Spülmaschine aussieht, wenn das Ganze läuft. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video, Freunde. Macht's gut. So, es geht los.